Na komm, sammel. Also wir wollen auf jeden Fall keinen Grünfilter. Nee, wir wollen gar keinen Filter. Ne, wir werden eh eine Stadt aus Gold bauen. Eines Tages. Eben, deshalb brauchen wir keinen Filter. Wir werden den Goldfilter bekommen. Ja. Ja. Ich sehe so Häuschen, sieht sehr cute aus von hier. Ja, finde ich auch. Muss Vor man allem schon ist dieser sagen. Grünschleier weg. Ja, das ist richtig. Das ist schon wahr. Kiste haben wir gleich wieder. Sehr gut. Gut, die Fundamente schweben so ein bisschen, aber da kommt eine Treppe noch dran. Wird Die sind schon. so in den Stein, also in diesen Fels hineingemeißelt Ja. worden von mir. In akkurater Handarbeit. Mit ganz viel Liebe. Das sowieso. Liebe ist bei mir immer vorhanden, wenn ich irgendwas baue. Weißt du doch. So, gleich sind wir wieder voll. So, quasi jetzt. Dann gehen wir wieder zurück, würde ich sagen. Und wir haben Hunger. So, Kiste steht wieder. Sehr gut, hast du gut gemacht. Ich weiß. Hashtag Hanzo Main. Komm schon! Nein, bleib hier, nicht weglaufen. Ich glaube, es hakt. Kann ich die wieder... Oh, ich kann sie wieder mitnehmen. Liebe, dicht am Zusammenstürzen. Nein, nicht am Zusammenstürzen. Zwischendrin noch ein paar Blümchen gepflückt. Wand hochgekraxelt. So, ab hier kannst du auch laufen. Danke. Stein, Fasern, davon was, davon was und davon was. Damn it. Du lässt dich nicht an Offi verleihen. Nein. Offi will dich nämlich ausleihen. Offi, kannst knicken. Das Streamteam arbeitet immer zusammen. Ja, Da hat ein immer. Offi keine Chance. Nein, hat er nicht. Punkt. Kannst du knicken, Offi? Kannst du knicken? Just Me ist nicht leihbar. Offi, du wirst jetzt offiziell gefriendzoned. Nur. Offi, du bist nett. Du bist echt ein netter Kerl, aber, ne? Offi, ich mag dich wirklich, wie so ein Bruder. Oh Aber wir Mann. sind gemein. Wir sowieso. Oh Mann. Aber keine Sorge, Offi. Just Me holt sich dann bei dir aus, wenn ich wieder gemein zu ihr bin. Nee. Ne? Ah. Nope. Nicht? Nee. Oh.
Ich habe da so ein paar Leute, die kennst du inzwischen auch. Da gehe ich dann hin und die helfen dann. Tja, Offi. Tut mir leid, Offi. So. So, Schmiede ist schon mal gebaut. Ich muss nur noch ein paar Fundamente setzen. Sehr gut. Und wir brauchen neue Betten. Okay. Hast du schon den Bettenmacher-Dings-Perk gekauft? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube nicht. Den könnten wir jetzt brauchen. Bettenmacher-Dings-Perk. Den kann ich mir aber holen. Ich habe genau, auch Punkte. Das wäre gut, weil dann könntest du Betten bauen und ich könnte unsere hässlichen Betten abbauen. Was soll ich denn? So ein bequemes Doppelbett für zwei? Obwohl, ja, dazu brauchen wir die Zimmermannswerkbank. Aber das ist ja auch im Rahmen des Möglichen. Die kann man auch craften, ja. So, ich setze mal unsere Schmiede so an die Wand hin vorläufig, ne? Mach das. So, hier so, da steht sie gut. Und dann crafte ich uns schon mal die geilsten Sachen der Welt. Mach das. So, was crafte ich uns denn, ne? Eisenaxt. Oh, wir brauchen eine Gerberei. Wir brauchen Leder. Aber du hast ja schon Rinde gefarmt. Ja, hab ich. Fleißig wie du bist. Ja, hab ich. Wie viel denn? Gute Frage. Wir brauchen für die Gerberei 50 Rinde. Wir haben hier jetzt 35 dran. Das ist gut. Dann hole ich mal eben noch die Zutaten für die Gerberei. Für das Rezept Gerberei. Wird gut schmecken. Ich glaube, Steine brauchen wir auch noch ein paar. 240 Steine. Na, das geht ja. 591 haben wir jetzt. Gut. 160 Holz haben wir auch noch. Haben wir 846, aber ich werde mir jetzt... Und 25 Zwirn. 25 Zwirn, das... Die hole ich mal eben. Da haben wir 5. 5 Zwirn haben wir. Ja, da brauchen wir auf jeden Fall noch was. Ich sammle mal ein bisschen. Eine Werkbank des Zimmermanns hast du noch nicht gebaut, oder? Nö. Wie viel brauchen wir dafür? Da brauchen wir auch wieder einen Haufen, ne? 400 Holz und 150 Stein. Holy shit, da dürfen wir jetzt gut reinklotzen. Ja. Oh, die braucht ein bisschen. So eine Sichel wie ein Ark wäre jetzt nice. Oh ja. Oder so ein Arschlochvogel, das hätte jetzt auch was. Oh ja, so ein Arschlochvogel. Oh, der wäre schön. Ja. Der hätte jetzt was. Da müsste ich nicht mehr so ultra hart die E-Taste smashen. Ja. 21 Zwirn haben wir schon wieder. Sehr gut. Ich hole gleich noch ein bisschen Rinde. Es ist irgendwie schön, wie diese Bäume auseinanderfallen. Die fallen nicht normal um, sondern die fallen auseinander. Ja, das sieht herrlich aus. Das sieht so herrlich aus. Okay, manche fallen um. Aber manche fallen auch einfach auseinander. So, dann gehen wir jetzt auf Tür. Holz kloppen. Ich so einiges an Holz gerade verbraucht habe, gehen wir jetzt fröhlich Holz kloppen. Lauf.
hinten rennt wieder ein Dings rum. Krokodil. Oder was auch immer. Ich glaube, Offi mag uns nicht mehr. Seitdem du ihn gefriendzoned hast, hat er nichts mehr geschrieben. Ach, Offi. Ich mag dich trotzdem. Ich glaube, Offi wird gleich heimlich. Offi hat ja Admin-Zugang. Offi wird gleich heimlich auf PvP stellen und uns angreifen. Noch, Offi. Denk dran, man schlägt keine Frauen, ne? Offi ist traurig. Hat er mir gerade erzählt. Oh, du dumm. Aber er kann ja seine Wut rauslassen, indem er uns ab dem 1. November sofort angreift. Das liegt im Bereich des Möglichen, ja. Offi wird bis dahin sowieso schon 2 Kilometer große, also ein Durchmesser-Base haben. Mindestens. Sowie Katapulte und Belagerungswaffen. Ja. Und was weiß ich nicht noch alles. Es wird gefährlich. Ja, durchaus. Wir müssen unsere Verteidigung verstärken. Wir müssen erstmal welche aufbauen. Ja, so, das wird her. Schon. Bald haben wir die Werkzeuge. Daneben. Ich hab noch ein bisschen Rinde geholt schon. Also Rinde sollten wir sogar demnächst genug haben. Haben wir, glaube ich, sogar schon genug. Was klopfst du gerade? Ein Möchtegern-Dino. Hat nicht ganz funktioniert. Okay. Welche Ressourcen? Ach so, Holz. Holz, okay. Und Stein dann, oder? Ja, das ist jetzt die Frage, was ich noch so farme. Kann ich im nächsten Durchgang holen. Ich habe jetzt gleich ein Inventar voll mit Holz. Das ist gut. Ich habe jetzt mal Zwirn voll gemacht und jetzt mache ich noch ein bisschen Stein. Und ein bisschen Rinde. Mhm. Hast du Rinde oder Holz geklopft? Holz. Okay, weil Rinde brauchen wir auch, weil das ist ja, wie gesagt, Brennmaterial für die Gerberei. Mhm. Dann hole ich noch ein bisschen Rinde. Und dann wird gegerbt. So. Dammit. Naja, was soll's. So. Was gegessen, was getrunken und dann geht das wieder, ne? Ach, du willst auch was von mir. Na komm her, du. Kommst du jetzt oder kommst du nicht? Was willst du denn? Daneben. Auch daneben. Die versuchen es aber auch immer wieder, ha? Huh? Na komm. Nee. Da hat wer die Cookies entdeckt, ha? Huh? Ich glaube, wir können die Gerberei bauen. Das hört sich doch gut an. Da spielt gerade wieder jemand hervorragend Querflöte. Oh oh. No risk, no fun. Viel Erfolg!
Trophäen, Erfolg, Stärke, Vitalität. Oh, du hast die, den Zimmermannszuschuh gebaut. Sehr gut. Ja, hab ich. Hab ich doch gesagt. Mäßig. Hab ich nicht realisiert. Mhm. Ich baue die Gerberei aber draußen, weil die stinkt. Ja, mach das. Wir wollen ja nicht den grünen Filter kriegen. Genau, der grüne Frauentauschfilter. Ist das eigentlich so richtig? Ohne Klammern. Der ist böse. Ohne Klammern. So, wo setze ich das Ding denn hin? Ich setze es mal hier so her. Hi. Hi. Na, auch Slow Motion Walk? Ja, ja, ein bisschen. Wir gerben gleich. Das ist alles der... Klar. Das ist eigentlich in Wirklichkeit ist das so eine Art religiöser Tanz. Ach so, okay. Der Slow Motion Walk. Ja, ja. Ach so. Gut, dann... Das ist die Vorbereitung aufs Gerben. Dann machen wir ja alles unter richtig. Unter uns Kannibalen. Alles klar. Ich gerbe aber jetzt mal nicht alles, sondern nur so ein Teil, ne? So 200 Fälle. Mhm. Weil für manche Sachen brauchst du dann auch die Tiere heute noch. Ja, ich brauche 20 zum Beispiel für das Bett. Ja, deswegen habe ich noch was in der Kiste gelassen. 4. So. Ist eigentlich auch irgendwo ein Ranking? Muss auf Platz 1 kommen. Für Platz 1 kommst du leider etwas spät, sag ich mal. Bombardin zum Beispiel hat über 60 Stunden schon in meinen Streams zugeschaut. Entsprechend viele Cookies hat er. Von daher... sorry. Zwirn... Machen wir mal 10. Da einfach nicht aufgeben. Tja, dann heißt es ab jetzt bei jedem Mal dabei sein und klauen. Wie sich das anhört, ich ermutige dich zum Klauen. Meine Güte. So, 20 Holz. Komm schon. So. Tierhalter brauche ich. Ich finde es gut, dass du sogar langsam. Ich mache hier mal draußen neben der Schmiede eine Rohstoffkiste hin. Okay, gut. Wo soll ich gleich das Bett hinstellen? Hast du einen Wunsch? Ins Haus. Ins Haus. Damit es dann endgültig voll ist. Nach Möglichkeit. Wobei ich befürchte sowieso, dass wir zwei Betten brauchen, letztendlich. Das steht für nicht, zwei. Dass... Ach so. In der Beschreibung steht für zwei. Alles klar. Das heißt, ich kann unsere Betten schon mal entfernen hier? Im Prinzip schon. Das Bett dürfte jetzt fertig sein. Ich habe sie nur mal, ich habe sie nicht zerstört, ich habe sie nur mal mitgenommen. Für Reisen sind diese Bettstätten ganz geil. Mhm. Alles klar. Halleluja, ist das groß. Meine Güte. Ja, hallo, das ist King Size. Oder Queen Size. Keine Ahnung.